Recht herzlich willkommen zur 9. Folge von Avarion. Ich bin jetzt hier schon wieder im Spiel, habe den Asteroiden schon abgebaut und die Schlacht ist auch vorbei. Und hier liegen jetzt noch so ein paar Trümmer rum, die wir jetzt vielleicht einsacken sollten. Hier blinzelt es ja so. Da haben wir gerade was noch gekriegt. Was ist das? Eisen erhalten. Okay, und was ist das? Das Wrackteil. Okay. Das bedeutet, wir sollten jetzt hier unseren Wrackleser anmachen. Und der kann das ja auch alleine dann, wenn wir nah genug dran sind eigentlich, oder? Ja, sollte eigentlich. Macht er aber nicht, ne? Ja. Ne, das ist jetzt auch. Ach so, klar. Bei 3 geht es erst an, ne? 1. Funktioniert. Ach, wir sind dahinter schon. Deswegen nicht, oder warum? Komm, dann fliegen wir mal gerade daran vorbei. Jetzt müsste eigentlich irgendwann mal gehen. Ah ja. Da war er jetzt gerade, wie man sieht. Oh, der ist aber schwach drauf. Aber naja, da gibt es auch was für. Weiß zwar nicht jetzt was, aber wir können ja mal nachgucken. Was ist das? Glaub schon, ne? Das wird sich aber schwierig gestalten, bis wir da abgebaut haben, ne? Ich glaube, wir gucken mal lieber. Das wäre, sag schon, einen besseren Abbaulaser kriegen, ne? Entfernung, Geschwindigkeit, ja, es ist. Was war das? Okay, da ist er. Titan erhalten, also das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn man sowas abbaut. Weil Titan ist da drin, ne? Da rechts ist auch noch irgendwas anderes gerade. Wegfliegen. Plus 56. Ich weiß nicht, was das ist. Ja, lassen wir erstmal machen, ja. Das Gelbe da, ist das Gold oder was? Ich weiß es nicht. Titan geht gerade viel daraus, ne? Ist fast nur Titan. Einen Asteroiden mit Titan haben wir nicht gefunden, deswegen macht schon Sinn, dass hier jetzt gerade mal. Oh, da gibt es ein Bauteil. Das sieht nach einem. Nach einer. Sag schon. Nach einem Geschützturm oder so aus. Muss man gleich mal gucken. Lass mal das erst fertig machen da. Haben wir das eigentlich ausgewählt oder nee, wir haben das gar nicht ausgewählt, sehe ich gerade. Das Teil ist das, ne? Eisen, Titan. Ist da drin, ne? Und jetzt ist es weg. Jetzt sind wir da noch. Das ist nur Eisen. Das ist aber auch sofort abgebaut. Ja, da war noch was. Kann man nicht auswählen, kann man nur anfliegen, ne? So, warte mal. Ah, da haben wir es jetzt schon eingesteckt. Und du hast ein ungelesene Mail. Was haben wir denn für eine ungelesene Mail? Ach so, das war beim letzten Mal kaputt gehen noch. Okay, das haben wir dann wohl nicht mehr gemacht. Schiffsmenü. Da haben wir nix. Ach so, das war jetzt die Auswahl. Ne, dann sind wir ja auch falsch, ne?
hier sind wir richtig. Und zwar da unten. Was ist es denn? Doppel-Eisenbergbau-Geschützturm. Okay. Schaden 3,7. Effizienz 21. Der macht 20 Tonnen Schaden an Stein. Jetzt müsste man wissen, was unser derzeitiger hat, ne? Wo ist der denn jetzt? Doppelmaschinengeschützturm. Ach, hier oben drauf sitzt er, ne? Eisenbergbau-Geschützturm. Effizienz, Schaden 1,9, 12,6, 1,9, 12,6, 1,9 und 12,6. Ja, dann ist der definitiv besser. Dann sollten wir den anderen runternehmen. der weg. Und dann können wir sie direkt vergleichen nochmal. Ja, okay, der hatte jetzt unabhängiges Zielen, das hat er nicht. Aber dafür kann ich den besser abbauen, ne? So, das, nee, da brauchen wir nicht hin, sondern da oben. Schiffsmenü war das. Und der kriegt dann die 2, ne? Wunderbar. Und wir haben ja relativ viel Titan jetzt. Da sollten wir vielleicht ein bisschen was machen mit, ne? Nee, das ist hier alles kein Dingens, Titan. Eisen, Eisen. Da ist Titan. Piraten greifen den Sektor an, das ist schon mal schlecht. Titanhülle. Dann Quartiere. Tja. Dock, ja. Ein paar Block mit Fenstern, aber ich würde gern Geschütze fixieren. Energiecontainer, erhöht Energiespeicher. Ja, der wäre wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht, ne? Jetzt habe ich wahrscheinlich irgendwas weggemacht, ne? So ein Shit. Das ist leicht buggy oder was? Ich glaube, wir machen das mal weg. Gucken erstmal, wo der Gegner ist. Ist an. Ja. Wir werden schon beschossen, so wie man gerade sieht. Das ist schlecht, dann sollten wir vielleicht besser mal die Biege machen. Wo sind die Piraten denn? Räuber. Da ist er. Haben wir hier irgendwo eine Fregatte? Das wäre vielleicht nicht verkehrt. Da ist eine Fregatte. Dann fliegen wir dahinter. Und wollen hoffen, dass die uns schützt. Wo sind sie jetzt? Da hinten. So, da ist er, ne, oder? Und wird schon angegriffen von denen und denen. Sind noch mehrere und er fängt auch an zu schießen. Das ist schon mal gut. So. Ich glaube, dafür sind wir zu weit weg, dass wir da treffen, ne? Ja, ob wir da mitmachen, ist eine andere Frage, ne?
Ich glaube eher nicht. Sieht jetzt auch nicht so aus, als ob das gut für uns wird. So, aber die sind ja alle beschäftigt. Das heißt, ich glaube, wir fliegen mal hier so ein bisschen hin. Hinter diese Fregatte. Kriegst du jetzt nicht ins Visier, ne? Dieses Schiff hier. Da ist der Räuber. Hülle hat noch 70%. Ja. Ich glaube, wir sollten einfach hier mal vorbeifliegen. Uns dahinter aufhalten. Jetzt machen wir nochmal das Baumenü auf. Und kümmern uns nochmal um irgendwelche Generator, Titanikationsgenerator, was hatten wir denn hier? Titan, das sind alles Ecken. Titanenergiecontainer, den wollten wir haben. Und der flickert jetzt so, keine Ahnung warum. Blöcke auswählen, ich glaube, ich habe hier irgendwas aus Versehen angeklickt vorhin. Ja, Block ausgleichen. Lokale Gitter. Blöcke reparieren. Zufällig spielen müssen. Was war das nur? Lass uns mal ein Stück noch wegfliegen, glaube ich, oder? Irgendwie dreht er sich da nämlich schon da oben, die Fregatte, und das macht mir ein bisschen Sorgen. Ja, der wackelt jetzt so schön, ne? Dieses Wackeln, das ist doof. Das soll, muss weg. Aber warum ist das? Ah, zufällige Größe hier. Das war's, ne? Jetzt haben wir es erwischt. Das ist schon mal gut. So, jetzt wollten wir den Energiecontainer vergrößern. Ne, diesen nicht, diesen nicht. Dann ist es der. Einmal. Den wollte ich ein bisschen flacher gestalten. Da einen hin. Und da einen hin. Das ist schon nicht schlecht. Was sagt er hier noch? Ist noch schwach, ne? Dann schauen wir mal weiter. Titangenerator. Vielleicht können wir hier irgendwas austauschen. Energiecontainer. Momentan ist es mir so, als ob wir hier den einfach mal länger bauen sollten, ne? Bauen wir da noch einen hin. Und was bauen wir noch? Ein Generator wäre vielleicht auch nicht schlecht. Den machen wir noch da drauf. Was haben wir noch? Das schützende Feld kriegen wir auch noch mal rein. Ich glaube, das ist dann schon besser, ne? So. Titan-Solarpanel. Ja, das wäre auch noch was, ne? Da kriegen wir auch Energie mit, ne? So. Titanlicht. Brauchen wir nicht, oder? Fensterlose Hülle.
Was haben wir denn nur als nächstes noch? Titan-Ecke, Titan-Panzerung. Ja, die wäre ja noch ganz schön, ne? Da. Und da geht dann nicht mehr, weil dann nicht mehr genug da ist, oder was? Doch, das passte nur nicht dahin, alles klar. So, dann ist die Frage manövriermäßig, ne? Überlappt mit einem anderen Block. Dann würde ich noch sagen, würde ich den noch da einbauen wollen. Genauso wie auf der Seite auch noch. So. Dahin. So, zwei Schutzflächen noch von oben und von unten. So, jetzt ist nur die Frage, wie fliegt das Ding noch, ne? Das ist jetzt die Frage. Es wurde gespeichert, das Schiff, das ist schön. Ja, das manövriert natürlich jetzt nicht so dolle, ne? Aber wir sind jetzt schon mal nicht mehr schwach, steht da oben, ne? Das ist ja schon mal was wert, oder? So, jetzt wollten wir noch gucken, wo Wrackteile sind. Sind da Wrackteile? Ich glaube schon, ne, oder? Das ist die Holzfarm. Das ist auch eine Holzfarm. Transporter ist da. Da ist ein Wrackteil. Dann nehmen wir das doch mal an. So, eins aus, drei an. Fremdartige Schiffe sind erschienen. Gucken wir, ob wir die Wrackteile jetzt noch abbauen hier. Nach da unten links sind sie, okay. Das ist alles Eisen, was wir da gerade holen. Ist jetzt nicht so prickelnd. Okay. Baut aber gut ab, ne? Das Teil ist nur aus Eisen bestehend. Oh. Da sind Schiffe, die wir nicht mögen. So. Gucken wir, dass wir hier wegkommen. Die Fregatte war da, ne? Jo, fliegen wir doch vielleicht da mal wieder hin. Und stellen uns schützend dahinter, oder? Die sind schon beschäftigt, ne? Ah, es sind einige, ne? Und was ist das für einer? Ein Transporter, der angegriffen wird, das ist schlecht. Ja. Es ist nur noch eine Fregatte da. Oder wie sehe ich das? Das. Noch eine Fregatte, okay. Ich glaube, die formieren sich gerade aber, ne? Ja. Sieht danach aus, als ob gleich der Angriff gestoppt wird. Gut, aber bei dem Kampf sind wir gerade erstmal außen vor. Gucken, wie es weitergeht. Und ja, machen hier erst eine Pause. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.